Hallo, ich begrüße Sie hier zum Erklären vom Blitz aus der Sicht eines Organisators, das heißt einer Person, die ein Blitzmeeting startet und andere Personen einlädt oder ihnen die Meeting-ID mitteilt. Damit klar ist, was hier im Hintergrund schon ist, das ist PowerPoint. Ich habe alles, was überflüssig ist, ausgeblendet, weil am oberen Bildschirmrand und hier unten, da wird sich dann was tun. Deshalb ist also hier nur die Folienansicht hier zu sehen und ich starte jetzt Blitz, indem ich hier das erste, die Aufnahmebesprechung auswähle und klicke dann auf Start. Im Augenblick ist die Einstellung so, dass jetzt Blitz automatisch gestartet wurde mit Bildschirmübertragung. Das heißt, wenn jetzt andere schon im Meeting wären, dann können die sofort meinen kompletten Bildschirm sehen, weil das sehe ich hier an der grünen Farbe. Wenn ich das pausieren möchte, weil ich hier noch schnell das Logo hier oben rechts hinschieben möchte, oder sollen die nicht sehen, dann ist der Bildschirm so goldfarben eingerahmt. So, normalerweise will man aber, dass die Teilnehmer sich sehen und dazu gehe ich, wenn ich jetzt die Videos der Teilnehmer sehen will, auf diese Schaltfläche hier rechts unten. Da haben wir so zwei Köpfe, die eine Gruppe symbolisieren sollen. Und da wähle ich jetzt Videos anzeigen. Das heißt, ich sehe jetzt noch keine Videos, sondern nur mein Teilnehmerbild. Das heißt, was in meinem Profil hinterlegt ist. Und dazu wird also auch nur der Ton übertragen. Wenn ich jetzt will, dass man auch das Video sieht, dann gehe ich hier auf die Kamera und in dem Moment sehen Sie, kann ich also hier mich agieren sehen. Ich bin hier als Student eingetragen, habe jetzt nicht wie bei dem anderen Video die Sonnenbrille auf. Sie sehen also, ich bin hier am Agieren, aber es ist noch kein Teilnehmer da. Das ist jetzt auch gar nicht erforderlich. Wenn welche da wären, würden die hier erscheinen. Es geht jetzt darum, den Bildschirmaufbau zu erklären. Hier oben, da ist da jetzt, weil ich Organisator bin, diese drei Schaltflächen, wo ich die Bildschirmübertragung schalten kann oder auch wie hier links, Sie sehen es ja, wenn ich im Moment drauf stehe, die Aufnahme starten kann. Wenn die Aufnahme gestartet ist, dann kann man hinterher die Aufnahme nochmal anhören. Man kann sie vielleicht auch an die Teilnehmer weitergeben. In diesem Fall, den ich hier jetzt andenke, warum heiße ich hier Student? Ich stelle mir vor, ich wäre hier ein ausländischer Student, der mit einem Mentor ein Gespräch führt. Man hat vereinbart, dass das aufgezeichnet wird. Dann sollte ich selbst der Organisator sein als Student. Weil nur dann kann ich also hier diesen Button betätigen und die Aufzeichnung starten. Das können also Teilnehmer nicht. So, dann haben wir hier die Bildschirmübertragung fortsetzen oder Bildschirmübertragung beenden. Dann sehe ich also jetzt nur die Teilnehmer. Im Augenblick bin ich ja das allein hier. So, das machen wir jetzt auch mal im Vollbild, damit ich das besser erklären kann. Die oberen Symbole für die Bildschirmübertragung, die brauchen wir jetzt nicht mehr, sondern jetzt geht es hier um diese Leiste hier unten. Und da habe ich hier ganz links dieses kleine Symbol hier oder diesen kleinen Text ausblenden. Wenn ich darauf klicke, dann sieht man, wird der Bildschirm noch größer. Das heißt also, mein Bild wird auch größer, weil dieser untere Rand, der ist ja jetzt nicht mehr benötigt. Wenn ich das wieder haben will, dann gehe ich hier einfach wieder auf Einblenden und dann kommt die Leiste nach oben, bis dass ich sie erneut ausblende. Daneben sehe ich die Meeting-ID, könnte ja von Bedeutung sein, um sie zu kopieren und beispielsweise per E-Mail zu versenden oder irgendwo im Lernmanagementsystem bekannt zu geben für einen Termin, wann wir uns das nächste Mal treffen. Daneben habe ich hier noch die Möglichkeit, Einwahlnummern auszuwählen. Habe ich noch nicht gemacht und ich denke, das ist auch überflüssig.
Wenn ich jetzt hier mit wenigen Teilnehmern ein Meeting mache, dann kann ich denen auch ganz normal meine Festnetznummer oder meine Mobilfunknummer mitteilen. Da habe ich ja eine Flatrate. Und dann kann man sich kontaktieren, falls das erforderlich ist, um beispielsweise Probleme mit dem Ton oder mit dem Bild zu besprechen. Weil wenn der Ton nicht über diese Blitzverbindung, über das Meeting kommt, dann ist es schlecht, aber dann kann man eben mit dem Telefon nachhelfen. Hier, da habe ich hier die Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten des Mikrofons. Im Augenblick ist es ausgeschaltet, jetzt ist es eingeschaltet. Dann sieht man hier also auch entsprechend, dass da so eine Lautstärkeanzeige, wenn ich spreche, nach oben geht. Also im Augenblick würde der Ton übertragen, da aber kein anderer Teilnehmer zu sehen ist, macht das natürlich jetzt auch nichts. Sie sehen das im Übrigen auch nochmal hier oben rechts im Bildschirm. Wenn ich das Bild von mir nicht übertragen will, sondern nur das Profilbild, Sie sehen, Kamera angeklickt und damit ist also das Bild eben auch wieder zum Standbild geworden. Wenn das mal zwischendurch hängen bleibt, das habe ich auch schon gehabt, dass so ein Bild hängen geblieben ist, dann kann man einfach mal die Kamera aus und Kamera anmachen und dann ist meistens, sind die Videos wieder da. Wenn das immer noch nichts hilft, im schlimmsten Fall muss man das Blitzmeeting neu starten. Spätestens dann klappt das. Daneben die Schaltfläche habe ich jetzt angeklickt. Da steht im Augenblick, no screen is currently shared. Das ist oben Bildschirmübertragung, aber da hat man die Übersetzung noch nicht vervollständigt. Es wird zurzeit kein Bildschirm übertragen. Wenn ich das hier einschalten will, kann ich das also auch über diese schwarz hinterlegte Schaltfläche machen. Und dann habe ich oben wieder diese drei Symbole, die wir eben schon mal hatten. Hier haben wir dann den Chat. Im Augenblick ist ja keiner hier, kann ich auch nichts absenden, aber hier kann man dann was reinschreiben. Ich habe jetzt mal Test reingeschrieben. Da kann man auch eine URL, also einen Hyperlink, kenntlich machen. Man setzt den rein und klickt dann auf diese Schaltfläche und dann wird das zu der Gruppe übermittelt und die können, wenn es ein Hyperlink ist, sofort an diese Stelle im Internet springen. So, das mache ich wieder weg. Also beispielsweise Hyperlinks ist eine gute Idee, damit zu übermitteln. So, dann geht es weiter. Hier die drei Pünktchen. Audio- und Videoeinstellungen. Das ist ganz wichtig. Da kann man seinen Benutzernamen, seine E-Mail-Adresse und sein Kennwort ändern und ein paar Einstellungen vornehmen. Wenn man das dann speichern will, klickt man auf OK. Beim Meeting, da sind interessante Einstellungen, zum Beispiel die Teilnehmerinteraktion. Wenn Sie Organisator sind, dann möchten Sie eventuell, dass nicht die Teilnehmer, wenn sie mitmachen, die volle Interaktion haben, sondern sie wollen eigene Einstellungen vornehmen. Und die kann man hier eben einstellen, zum Beispiel, ob das Chatten erlaubt ist, ob Dateiübertragungen zugelassen sind. Wobei im Augenblick ist also hier zwar der Menüpunkt noch da, aber das Symbol gibt es bei der aktuellen Version nicht mehr wie bei älteren Versionen von Blitz. Da konnte man wirklich Dateien hochladen und anderen bereitstellen. Könnte man also jetzt sicherlich auch dadurch machen, dass man einen Hyperlink verschickt zu beispielsweise Google Docs, wo man sich das dann abholen kann. Also ist vielleicht auch gar nicht mehr nötig. Man kann einstellen, ob man Zeigen zulässt. Ja, das ist also hier möglich. Klicke hier mal auf Abbrechen. Das ist also hier mit dem Konfigurieren eigener Einstellungen. Wenn man hier in der kleinen Gruppe ist, nur zwei oder drei Teilnehmern, da macht man üblicherweise natürlich alles. Ne? Das heißt, man wählt volle Interaktion. Sie haben es eben gesehen, wenn ich Blitz starte, dann ist die Bildschirmübertragung automatisch gestartet. Das heißt, ich habe hier den ganzen Bildschirm mit einem grünen Rahmen und das ist also damit möglich. Wenn ich
im Hintergrund YouTube laufen lasse, dann würden in der normalen Einstellung die Teilnehmer nichts von dem Sound hören. Wenn ich den übertragen will, dann muss ich einen Haken setzen. Genauso ist es, wenn ich hier die Meetings aufzeichnen will. Das ist ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, die Studenten, beispielsweise die internationalen Studenten, die deutsche Mentoren haben, sie sollten die Organisation übernehmen, weil dann können sie nämlich auch automatisch die Meetings aufzeichnen, um das Besprochene dann nochmal in aller Ruhe zu wiederholen. So, dann kann man hier noch, wenn mehrere sprechen und man will auch das aufzeichnen, dann kann man also auch diesen Haken hier setzen. So viel zum Meeting. Beim Audio, da will ich nicht allzu viel zu sagen. Sie sehen schon hier, Lautstärkeregler kann man hier einstellen. Beim Video, da kann man hier die Treiber beeinflussen. Bei der Einladung kann man hier, damit das also dann gleich vorkonfiguriert ist, wenn ich das mit E-Mail versende, kann man Einstellungen vornehmen. Also diese Dinge hier sind nicht ganz so wichtig. Wichtig ist nochmal hier unten die erweiterte Einstellung. Wenn ich da auf erweiterte Einstellungen anzeigen gehe, da kann ich zum Beispiel hier oben einstellen, dass Blitz automatisch mit Windows gestartet wird. Da muss ich also nicht jedes Mal danach suchen. Wobei bei dem aktuellen Windows brauche ich auch nur zwei Buchstaben eintippen, dann kann ich Blitz starten. Aber wer das nicht möchte, kann das hier vornehmen. Das Drehmenü, das ist rechts unten in der Taskleiste, da ist dann automatisch Blitz drin. Wenn ich das hier mit dem Haken versehe, was auch noch wichtig ist, hier bei den erweiterten Einstellungen ist das Sitzungsaufzeichnungsverzeichnis. Das heißt, da wird der Pfad angegeben, wo eine Blitzsitzung dann gespeichert wird, wenn ich das aufnehme. So, wenn ich das dann alles übernehmen möchte, dann klicke ich auf OK. Hier wähle ich mal Abbrechen. So, damit haben wir also auch diese drei Pünktchen erklärt. Jetzt bleibt noch das hier übrig. Da könnte ich also jetzt aus meinem Buch, aus meinen Kontakten, könnte ich Teilnehmer einladen, die noch dazustoßen sollen. Habe ich also selten gemacht, aber diese Option ist dafür gedacht. Für mich ist das immer ganz nützlich. Wenn ich die sehe, weiß ich, dass ich Präsentator oder Organisator bin. Wenn ich die nicht sehe, dann bin ich nur Teilnehmer. Also für mich ist das also eher was, wo ich meinen Status dran erkenne. So, ich mache nochmal einen kleinen Sprung. Ich habe jetzt einen zweiten Rechner eingeschaltet, damit ich das auch zeigen kann, was sich hier hinter dieser Schaltfläche verbirgt, wo Teilnehmer dran steht. Das ist nämlich die Teilnehmerliste. Die klappe ich jetzt auf. Da haben wir oben die Option, alle stumm schalten oder Meeting sperren. Alle stumm schalten macht sicherlich bei zwei Teilnehmern keinen großen Sinn. Wenn ich dem anderen das Wort verbiete, dann wird er wahrscheinlich keine Lust haben, sich mehr mit mir zu unterhalten. Aber ich habe auch schon Gruppen unterrichtet über so eine Software. Und da waren 25 Teilnehmer. Und wenn es mir da zu laut wurde, dann habe ich mal alle stumm geschaltet. Und dann konnten die, die reden wollten, anschließend wieder ihr Mikrofon einschalten. Das hat also schon großen Nutzen. So, ich bin hier als Student aktiv. Ich habe jetzt gerade wegen der Aufnahme mein Mikrofon selbst abgeschaltet. Habe ich gerade geändert, dann gibt es nämlich Rückkopplung und habe das also auch gleich wieder ausgeschaltet. Also Sie sehen, da kann man das Mikrofon ein- und ausschalten. Genauso könnte ich da, wie hier unten auch, das sind nämlich nichts anderes als diese beiden Schaltflächen hier reingepackt. Da könnte ich also Mikrofon ein- und ausschalten, genauso die Kamera. Aber hier, da kann ich auch von Teilnehmern was ein- und ausschalten. Wenn ich jetzt den Mentor als störend empfinde, den Teilnehmer, der hier als reinredet, dann kann ich ihm hier das Mikrofon abschalten. Sprechen verbieten steht auch daran. Das fällt dem natürlich auf. Deshalb muss man also vorsichtig sein. Genauso kann ich ihm also das Video verbieten. Wenn ich ihm das jetzt abschalte, dann sehen wir das unmittelbar hier links.
ist das Video weg. Da war ja auch nur eben der leere Bildschirm. Wenn ich das wieder einschalte, habe ich gerade getan, dann sehe ich noch nicht das Videobild, weil ich kann ihn also nicht von fern beobachten. Der muss jetzt schon selbst wollen, dass das Video wieder erscheint. Das heißt, ich gehe jetzt mal an den Bildschirm, gehe da auf die durchgestrichene Kamera und jetzt ist das Videobild auch wieder da. Und das ist also gezeigt, dass man das also hier von fern abschalten kann. Man kann es verbieten, abschalten, aber damit ist das Bild noch nicht wieder da. Der muss dann selbst seine Kamera einschalten, genauso wie er auch selbst sein Mikrofon einschalten muss, wenn ich es von fern abgeschaltet habe. Die drei Pünktchen dahinter, die bedeuten noch, dass hier die Einstellmöglichkeiten zu sehen sind. Ich kann den zum Organisator ernennen oder zum Präsentator. Wenn ich das mache, ich ernenne ihn jetzt mal zum Präsentator und da muss er noch bestätigen, dass er das will. Das heißt, ich gehe jetzt mal in den Rechner und gehe auf Übernehmen und in dem Moment ist er auch Präsentator und zeigt damit natürlich auch seinen Bildschirm. Das heißt, ich sehe also hier, er arbeitet gerade mit PowerPoint, sein Videobild ist hier oben und hier ist das Bild von mir. So, das ist jetzt, wie man umschaltet und beispielsweise die Teilnehmer auffordert, mal ihren Bildschirm zu zeigen. Ich tue sie dann zum Präsentator ernennen. Die letzte Schaltfläche will ich jetzt auch erklären. Das rote Telefon hier, das bedeutet, dass damit die Präsentation zu Ende geht. Ich gehe darauf und wähle Meeting beenden und damit ist dann auch, nachdem ich diesen Dialog bestätigt habe, Meeting beenden, ist dieses Meeting beendet und ich habe hier wieder den Bildschirm, wo ich meine anderen Meetings verwalten kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.